Und wir sind wieder da, beide First Templar. Yay, wir haben alle drei Prüfungen im letzten Part geschafft. Ja, genau. Und gucken dann mal, Und sind dabei fast was verreckt. wir dann hier jetzt was dich einsperren lassen. Aber dafür waren Jagdstiefel hier drin. Und hier ist eine Wand, die man kaputt treten kann. Alles versucht. Achievement. WTF? Wieso? Wie Was? gemein. Ja, du hast schon mal Wände Darüber habe kaputt ich bis jetzt nicht getreten. gekriegt. Ja, weil du schon mal Wände kaputt Achso, getreten das war hast. das. Oh, ich dachte schon, dass du irgendwas Neues hast. Der Sieg wird unser sein. Oh, hi. Alter. So. Wehrt euch! Ich hab die 10 Kills. Also du weißt welche Kills, oder? Ja. Kontakt. Konterkills. Ja. Der sieht echt schön aus, der Ein Baum. schöner großer Baum. Also grafisch zwar nicht, aber also, ja. Doch, ich finde, der sieht gut aus. Er hat sich einen schönen Ort gesucht, um zu wachsen. Ich weiß zwar nicht, warum er in einem Haus wachsen musste, aber er passt super rein. Das ist der So, gibt's Mannerbaum. da hinten noch irgendwas? Dann drücken wir doch alle drei Schalter jetzt mal, oder? Wir sind aber nur zu zweit. Okay, nee. Das mit Alt klappt irgendwie wieder. Du kannst diesen Angriff von ihm nicht kontern, merkst du halt? Ich Er hab's dir kann auch ja nicht schon mal wissen, gesagt. ich kann ja nicht wissen, mit welchem Angriff er mich angreift, oder? Nein, Ich warte einfach nur darauf, dieses nachdem er Symbol an dir kommt. Oh, vorbeigesprungen cool. ist, nachdem er an dir vorbeigesprungen ist, den Angriff, den er dann macht, den kannst du kontern. Warte, ich mach's jetzt anders. Ich warte darauf, dass dieses tolle Symbol über dem sein Kopf erscheint und drück dann Alt. Dann funktioniert es einfach immer. Okay, außer es kommt der Angriff, was man natürlich nicht im Vornherein wissen kann. Ich habe gesagt, nachdem er an dir vorbeigesprungen ist, macht er einen anderen Angriff. Wie oft muss man dir das denn noch sagen, bis du es checkst? WTF? Bitte. Du hast ihn Hört sich geschlagen jetzt oder anders war an. weg? Ja. Magie. Im Jahre des Herrn 1099 errang wir einen schwer erkämpften Sieg über die Fatimiden. Gott hilf uns zu verstehen, was wir entdeckt haben. Gezeichnet Gottfried von Bouillon. Wir werden hier eine Zitadelle errichten, damit die Karte sicher ist und nicht in falsche Hände fällt. Meine Familie wird dieses Geheimnis bis in alle Ewigkeit bewahren. Gezeichnet Hugo von Ebelard. Die Mamelucken kommen. Askalon wird fallen. Wir müssen vernichten, was uns das Wertvollste ist. Gott schütze uns alle. Gezeichnet Guido von Ibelin. Mein Vater! Guido von Ibelin ist mein Vater! Marie, Marie, ihr müsst es mir danke. sagen. Euer Vater war hier. Er kannte das Geheimnis. Ich weiß von all dem nichts. Es geschah vor meiner Geburt. Wir müssen nach Ibelin. Vielleicht können wir herausfinden, was euer Vater wusste. Den von Ibelins ist das Unmögliche gelungen. Ihr Anwesen war eine Oase der Zivilisation und des Lebens inmitten der Wüste. Ich konnte mir nur vorstellen, wie sich Marie als einzige Überlebende der Familie derer von Ibelin fühlte. Hier wurdet ihr also geboren? Es ist sehr schön. Ich hätte nie gedacht, es je wiederzusehen. Das Geheimnis des Grals wurde hier euer ganzes Leben lang bewahrt. Für mich gab es keine Geheimnisse. Nur zahllose Stunden der Glückseligkeit. Wie verlief eure Kindheit? Ich weiß es nicht. Ich erlitt vor Jahren eine Verletzung und habe zwar überlebt, dabei aber meine Erinnerung an alles verloren, was davor war. Ich spreche nicht mehr davon. Nun, ich hoffe, dass die Sarazenen noch da sind. Das hofft ihr? Es ist noch immer mein Zuhause. Und sie sind hier nicht willkommen. Mehr Kills, ja.
Hatten wir im letzten Level jetzt 5 von 5 Kisten? Keine Ahnung, ich habe noch nicht drauf geschaut. Na, ich dachte nämlich nach der Tafel, die ich angeklickt habe, da wäre danach noch ein bisschen weitergegangen. Vielleicht nur zur Deko. Ja, oder zur fünften Kiste. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass wir die, dass das eingeblendet war. Aber ich kann es auch nicht nachschauen, also. Naja. Sarazen! Gut. Ich rechts. Ich rechts. Sie haben uns entdeckt. Na, schön, dass die sich so komisch bewegt haben, dass ich dann gar nicht angreifen konnte. Stand untersuchen, wo ist denn das? Er stand hier irgendwie. Mein Vater hat die Mühle errichtet. Er sagt, es sei unsere Pflicht, den Menschen zu helfen. Christen wie Muslime. Bonus-EP. Jeder braucht Wasser. Da haben wir direkt. Wir sind alle wasserabhängig. Vorsicht! Schlimmste Droge auf dem Dach. Okay. Haltet nach Verstecken Ausschau. Alter, Spiel lag nicht. Aber ich wiederhole CPU-Auslastung. Ja, warum, Mann? Toll, du bist einfach mitten in das Ding reingelaufen. Läuft bei dir. Bei dir vielleicht. Das war knapp. Was jetzt? Okay. Ich kenne einen Weg hinein. Oben, über die Dächer. Oh. Nein. Untersuchen? Das ist ein Sklavenkarren. Lumpen. Ich bringe sie um. Wir müssen in die Bibliothek. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Das ist unser Weg hinein. Oh, ja, komm mal hoch. Das ist so ein klasse Geräusch. Dann gehen wir eben den steinigen Weg. Das ließ sich nicht vermeiden. Ja, das war nur er. Oh, achso, der hat's auch gesehen. Ich möchte euch meine Dolche vorstellen. Oh, cool. Das ist deine? Sie haben uns gesehen. Nee, müsste deine sein. Oder? Oh nee, war sogar meine. Ich hab ja 4 Stück. Schick, jetzt bin ich blau. Ich zeige euch, wie es gemacht wird. Lol. Oh, jetzt hat's mal funktioniert. Aber es war nicht tödlich. Nicht zum Kämpfen hier, sagt ihr? Vergesst es. Wir machen es auf eure Art. Ich glaube, für manche von den Herausforderungen muss ich nochmal Singleplayer spielen, weil das nur mit CDA geht. Welche denn? Zum Beispiel Counterkill. Hast du ja gesehen, dass es nicht tödlich war? Du hast es ja selbst gesagt. Ich dachte einfach, das war zu ein heftiger Gegner, der das überlebt. Na gut, auch möglich. Einer der Gefangenen hat gestern einen Fluchtversuch gemacht. Ich wünschte, wir könnten sie einfach töten. Aber nein, können wir nicht. Befehl. Ihr verliert eure Zunge, wenn General Muzaffar euch so reden hört. Gefangene? Das müssen Männer meines Vaters sein. Wir sollten sie befreien. Könnt ihr mal von da weggehen? Ich will nicht, dass ihr euch gegenseitig anguckt. Also blaues oder silbernes Ziel? Ja, auf... Blau ist einfach nur eine Kiste. Woher weißt du das jetzt? Ja, weil das immer so war. Also nicht unbedingt eine Kiste, aber irgendwas in der Richtung. Irgend so ein Collectible. Gut. Gehen wir da zuerst hin. Und blau sind Nebenquests. Auf, dass die uns nicht sehen. Lass sie einfach an uns vorbeigehen. Und jetzt kommen wir von hinten. Bist du da? Jetzt. Ja, immer wieder toll. Oh. Wünschte, wir könnten uns verkleiden. Das geht aber nicht bei den beiden.
Ja. Müssten wir uns wohl sehen lassen. Wir haben uns gesehen. Solange sie nicht den anderen irgendwas sagen können. Alles gut. Ich sage euch, sie verkaufen uns alle als Sklaven. Still. Sie kommen. Keine Sorge. Herrin, dem Schöpfer sei Dank. Ich sagte doch, die Herrin lässt uns nicht im Stich. Ich bin so froh, dass ihr am Leben seid. Die anderen sind fort, verschleppt und verloren. Ihr müsst fliehen, um der Sklaverei zu entgehen. Ihr habt euer Schicksal selbst in der Hand. Okay. Bonusziel erreicht. Ah. Wohin jetzt? Dort hinüber. Durch die Gärten. Naja, ich will doch erst die beiden Gegner da hinten töten. Vor wem denn? Ach, haben die dich gesehen? Ich weiß nicht, aber ich kann nicht mehr schleichen. Die Sarazin an dem Brunnen. Also sie sind auf jeden Fall dir hinterhergelaufen. Aber ich bin doch dir hinterhergelaufen. Ja, aber sie laufen logischerweise dir hinterher, wenn du hinter mir bist. Und sie erst losgelaufen ist, als ich schon längst drüben war. Also die da hinten hättest du aber nicht so machen müssen, dass die uns sehen. Es waren vier. Also hier ging es nicht anders. Vielleicht hätten die sich nur bewegt, au. Na, ich konnte ja nicht schleichen. Ja, oh. Selber schuld, warum gehst du denn auch nicht zurück? Die Gegner kamen von hinter dir und du gehst einfach weiter. Okay. Gehen wir doch hier zuerst lang. Wir gehen da lang, wo die silbernen Dinger sind. Hier ist Bonus, zerstörte Nachschub. Also wir gehen dahin, wo die silbernen Dinger sind. Weil die irgendwie voll weit weg sind. In Burst. Ja, hier ist der Bonus mit dem Nachschub zerstören. Oh, ich habe jetzt die Fackel. Das sind aber noch drei Gegner. Ich habe gesagt, wer geht zu den Silbernen? Okay. Harder. Nachschub. Was soll der bloß hier? Sehr gut. Das ist ein Skill für mich. Bereiche existieren aber nur für diese Kiste. Auch interessant. Oh, ich habe gerade einen Triple Block erledigt. Fühle ich mich ja toll. Was machst du denn da hinten? Ich habe gesagt zum Silber. Ja, hier waren Gegner. Ich muss was machen. Nein, wir machen alles so gut wie möglich schleichend. Und dafür brauchst du doch zwei Personen und nicht alleine. Es waren drei Gegner, die in einem Gruppengespräch vertieft waren, sozusagen. Ja, vielleicht reden die ja irgendwann fertig und laufen dann wieder rum. Nein, keiner hat geredet. Sie standen einfach nur da und haben sich angeschaut. Warum nennst du es dann Gruppengespräch? So. Weil zu Hause, auch wenn sie nicht reden. Gut, es geht. Warum läufst du zum... Du weißt schon, das Bonusziel war auf der Seite, wo der gelbe Pfeil ist. Und wir gehen nie auf die Seite, wo der gelbe Pfeil ist. Guck mal, Bonusziele. Zerstörte Nachschub der Sarazen. Habe ich gerade erledigt. Und davor waren nur die Gefangenen aus dem Kerker. Es gibt kein anderes Bonusziel. Das bei dir aber... ist. Hier sind Silberne und ich hab gesagt zu den Silbernen. Und wir gehen immer zu den Dingern, die eben nicht da sind, wo der Gelbe ist. Oh, bitte. Der wird irgendwie erst dann eingeblendet, wenn man nah genug dran ist. Wie genau kommt man da jetzt bitte hin? Hier ist der Weg. Wenn man da hingeht. Und dort sind aber Gegner gewesen. Haben sie dich nicht bemerkt? Ich hab scheinbar. Ich bin an denen vorbeigegangen. Hier ist so ein Dingens für dich zum Lesen. Gut. Mutter hat die Fertigstellung des Labyrinths und der Gärten nicht mehr erlebt. Krankheit raffte sie dahin. Vater hat das Labyrinth ihr zu Ehren fertiggestellt. Er hat hier auch einen Hebel versteckt. Er öffnet das Haupttor. Den brauchen wir. Okay. Wo ist das? Ah, hier ist auch eine Steintafel. Ja, geil, beides sind eine Tafel. Dann lese mal die eine. Ich weiß gar nicht, wo du die erste gefunden hast. Seht, hier noch ist eine Templerchronik. Der Großmeister der Templer ist ihr allmächtiger Anführer.
Der letzte Paragraph ihrer Regeln besagt sogar, dass er darüber befinden kann, ob sämtliche dort angeführten Anweisungen befolgt werden sollen oder nicht. Der Meister erhält das Amt auf Lebenszeit und bestimmt über das Vorgehen des Ordens auf der ganzen Welt. Nach seinem Tod findet eine überaus würdevolle Zeremonie statt, bei der viel gebetet wird. Der Nachfolger wird dann von einem 13-köpfigen Gremium bestimmt, bestehend aus 8 Rittern und 4 Feldwebeln, die die 12 Apostel repräsentieren. Dazu ein Kaplansbruder, der Jesus Christus symbolisiert. Aus dem Bericht eines Assassinenspions über den Großmeister der Tempel. Aus einem Bericht von Altair. Mein Vater war an der Geschichte eures Ordens sehr interessiert. Klar. Ich suche dich jetzt, ja, bevor ich hier weitergehe. Wo bist du? Ah. Es wird ja wohl kaum noch eine Chronik sein, oder? Die eigentlichen Ritter bilden nur eine Minderheit. Denn die meisten Brüder arbeiten als Diener, Hufschmiede, Braumeister, Gerber, Maurer, Tischler und Architekten. Wir haben auch außerordentliche Mitglieder, die verheiratet sind und nur vorübergehend für uns arbeiten. In dieser Gruppe sind auch Frauen zugelassen, die dann als Krankenpflegerinnen dienen. Es klingt seltsam, aber sogar Menschen verschiedener Völker, die keine Christen sind, schließen sich dem Orden als Feldwebel, Schreiber oder dergleichen an. Sie alle haben hier das Gefühl, Teil von etwas ganz Besonderem zu sein. Petro, ein Steinmetz der Templer. Okay. Interessant. Solidarität dem Unternehmensgeber. Er rennt doch nicht. Also ich mache jetzt den Teil, den ich dann nicht mehr anschauen konnte, weil ich ja wieder zu dir gelaufen bin. Nämlich da hinten. Ich weiß zwar nicht, was da hinten sein soll, wo du langläufst, aber gut. Der Hebel, von dem sie geredet hat, der das Haupt geöffnet. Ich wusste gar nicht, dass der da irgendwo rumhing. Das hat sie ja gesagt. Sie haben Alarm ausgelöst. Wir kämpfen uns den Weg frei. Hauptsache, ich bin bei dir. Ist doch toll. Musst du das Spiel lag nicht. Warum lagst du Spiel? Okay, wir müssen wirklich kämpfen. Aber wir brauchen alle Spiele so viel CPU. Mist. Nee, wir können uns nicht von hinten anschleichen. Hey, ja, es gibt keinen hinten. Sie haben uns entdeckt. Ja, ein Schild. Schild weg. Achso, okay. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, welchen Angriff ich gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Aber anscheinend ein Ding braucht. Ja, linke Maus, dass du gewonnen hast. Au! Boah, Alter! Ja, hä? Ich wollte zwar gerade eigentlich diesen Dreifachangriff machen, um das Schild wegzumachen, aber gut. Hat wohl nicht genug Zeit gelassen. Wir liegen ein paar Bohlen zum Gnadenstoß. Hä? Wo denn? Zumindest war es einer. Vielleicht ist der andere wieder aufgestanden. Also ich hier nicht, der war tot, wo du das gerade gemacht hast. Wir sind entdeckt worden.
Also hier hinten war übrigens die Nebenquest mit dem Anzünden. Ja, ist mir schon klar, dass sie da war. Jetzt müssen wir nur noch die Bibliothek erreichen. Leichter gesagt als getan. Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver. Was machst du weiter? Was? Also ich hab's bei dir ja vibrieren gehört, ich weiß nicht. Hab ich gar nicht bemerkt. Läuft bei mir. Also, oben könnt ihr mich abonnieren, links und rechts sind die zwei Videos und unten ist die Playlist. Bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.